Bro, und im Titel wären so, wär so Emojis, so Feuer-Emoji, Hugos Beerdigung. Hugo, jetzt meine Frage. Würdest du zu dem Dönerladen für Content nochmal gehen? Nee, weil dann, weil, also wenn ich jetzt nochmal dahin gehe. Bestrafung von der Wund-Challenge. Ja. Oder aber, oder aber, for real, mach eine Streak, wie oft du hintereinander essen kannst, dort bis zur nächsten Lebensmittelvergiftung. Ich will das nie wieder erleben, Digga, das war so schlimm. Erzähl mal. Ja, was erzähl mal? Ich hab 10-mal Wasser gekackt. Dann hab ich gekotzt, hab keine Luft mehr bekommen. Lecker. Und dann war ich im Krankenwagen und während des Krankenwagens habe ich kein Blut mehr in meinen Händen bekommen und bin fast ohnmächtig geworden. Ohnmächtig. Ja, also hab mein Bewusstsein fast verloren. Und oder ohne? Ist nicht so cool. Mann, Digga, wie könnt ihr denn so irrelos sein und euch noch während der Story über ihn lustig machen, dass er, also, dass er, sich, dass er das Wort falsch ausspricht? Naja, er ist ja noch hier, oder? Er ist ja noch hier. Ich hab das Gefühl, Sticky würde auch Gags bei der Beerdigung machen. No. Ja, besonders dort, besonders dort. Würdet ihr kommen? Zu deiner Beerdigung kommen? Natürlich. Wenn du einlädst? Ist hier Wochenende oder unter der Woche? Digga. Also ich sag Wochenende nicht, unter der Woche schon. Würdest du deinen Sabaton unterbrechen dafür? Ja, ich glaube das nicht, nein. Warte, wenn du ich würde live drauf reacten einfach. Aber ich würde auch deinen Großeltern sowas mit Bingo-Karten davor geben. Bro, und im Titel wären so Emojis, so Feuer-Emoji, Hugos Beerdigung. Digga. Wenn ihr am gleichen Tag ein krasses Placement hättet, wo würdet ihr hingehen? Bro, was? Ich würde das Placement machen, natürlich. Ich würde das Placement auf der Beerdigung machen. JBL-Boxen, pass auf, diese fette Box, wenn wir die voll aufdrehen, dann wackeln da unten alle Skelette. Die vielleicht mache ich dann wieder auf. Bro, Hugo, dass das für dich ein Zeichen ist, boah, so Jungs, sag mal jetzt bitte ehrlich, aber das Placement, das wäre auch so gut bezahlt und so, aber würdet ihr das dann nicht machen? Mann, also. Also ich würde nicht kommen, egal. Ich würde auch ohne Placement nicht kommen, Hugo. Ich würde die Firma anschreiben, dass ich ein bisschen mehr Geld möchte, weil mein Average View Account höher gehen wird, wenn du drauf gehst. Das sage ich jetzt schon mal so, tendenziell habe ich in 2 Wochen mehr Zuschauer. Bro, irgendetwas ist bei Stegi losgelöst. Das ist, also ich weiß nicht, das kann nicht noch weiter in der Skala der Ehrenlosigkeit. Der Markt ist mich einfach zu beleidigen. Nein, aber Hugo, wer war für dich da, als es dir schlecht ging? Oha, jetzt wirst du gegessen, Leute. Stegi! Ja. Was? War das eine Aussage oder war das eine Frage? Als es geblitzt hat, also ne, Wetter. Was? Ich hab da noch keine Dia-Rüstung gesehen von dir. Digga, weil ich dein scheiß Blitzerbild noch nicht genommen Digga, habe. Digga, was zum Fick labert ihr gerade? Nein, war ein Joke, Digga, Schimmer. Oha, ja, Digga. Eine ganz interessante Verbindung, merke ich schon. Warte mal. Wurdest du geblitzt, Hugo, und du wolltest, dass Stegi dann die Punkte nimmt, nein, oder was? Nein, natürlich nicht. Nein, das wäre ja nicht erlaubt, ne? Das wäre ja nicht erlaubt. Ja, das wäre ja nicht erlaubt. Wir sollen tanken. Ey, ich tank mal für mich, ich hab Probezeit. Also, das ist natürlich nicht legal, aber es gibt dafür eine Website. Hä? Dass man tanken kann? Mann, wait, Captain. Es gibt Leute, die für einen tanken? Ja, da kriegst du so 300 Euro für oder so. Schick mal. Dominik mal erzählt, ich kenne ihn nicht. Dominik hat das mal erzählt. Ich bin deine Webseite, Hugo. Schreib mir einfach 300, nehme ich mit. Aber die halt nehmen Geld dann, Liege. Ne? Nee, Bruder, die machen das einfach for free. Die machen sich strafbar für dich, einfach for free. Ich sage einfach, let's Hugo TV, den Punkt nehme ich. Jo, top. Ja, damit. Ich sag ehrlich, ein Viewer Hugo? Von dir wird safe deinen Punkt tanken. Natürlich, Hugo, die sind dumm. Ja, Hugo verkauft deinen Punkt sogar. Sag, der Top-Donator bekommt deinen Punkt. Und irgendwie Autogramm dazu. Und dann bekommt das Blitzerfoto. Digga, du hast gewonnen dann. Digga, das Blitzerfoto ist aber da richtig wack gewesen. Sag doch jetzt doch nicht. Mach Blitzerfoto als NFT. Einfach. Ja. Was war da mit deiner Stimme gerade? Ja, was war da eigentlich los? Was war das denn? Ja, ja, ist kein Kompressor, ja. Ja, das ist meine Technik, die gerade reingeschissen hat. Sorry, Mann, das muss das neue Audio-Interface sein. Ja. Haben Sie einen Kompressor, der gegen Voice-Cracks helfen kann?